Mein Name ist Markus Ebeling, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Demograf. Ja, das mache ich jetzt seit ungefähr 4,5, 5 Jahren und habe das vorher auch studiert. Demografie allgemein ist, glaube ich, eine Sache, die erstens vielen Leuten nicht bekannt ist. Ja, viele Leute wissen, glaube ich, nicht, was das ist. Tatsächlich ist es aber die Wissenschaft, die sich damit befasst, wie Geburten, Sterblichkeit, Wanderungsflüsse, und ja, aber auch Gesundheitsentwicklung und so weiter die Struktur der Bevölkerung verändern. Was man sieht, ist, dass die Sterblichkeit am Anfang des Lebens, also direkt nach der Geburt, etwa Sterberaten erreicht, die ungefähr ähnlich sind von denen zwischen dem Alter 60 und 80. Aber nach der Geburt fährt die Sterblichkeit ungefähr so 9 bis 10 Jahre und erreicht dann im Alter von 10 bis 11 Jahren einen Minimumwert. Und das ist tatsächlich dann auch der niedrigste Sterblichkeitswert über alle Alter. Und interessant ist es für uns daher, dass wir uns halt vorstellen müssen, dass historisch gesehen dieser Wert schon immer der niedrigste Wert war bei Menschen. Und wenn wir jetzt natürlich sehen, dass wir 160, 170 Jahre Sterblichkeitsfortschritt haben, müssen wir uns fragen, sinkt es überhaupt noch? Und wenn ja, kann es weiter sinken? Und wo liegen die Grenzen dieser unteren Sterblichkeit? Wenn wir jetzt also die letzten, sagen wir, 10 bis 30 Geburtskohorten nehmen, dann müssen wir ganz klar sagen, ja, dieser Wert wird weiter sinken. Die Frage ist, was ist die Bedeutung dieser unteren Sterblichkeit insgesamt sozusagen für das Gesamtbild der menschlichen Sterblichkeit? Warum ist dieser Wert so interessant für uns? Tatsächlich ist es so, dass es ja tatsächlich Wissenschaftler gibt und dort auch mittlerweile viele Forschungsgelder reinfließen in sogenannte Anti-Aging-Forschung, ja, und Unsterblichkeitsforschung. Die California Life Company, das ist sozusagen ein von Google oder ich glaube zu einem größten Teil von Google finanziertes Projekt, was sich tatsächlich eben dem Rätsel Sterblichkeit gewidmet hat und das gerne lösen möchte. Die träumen davon, oder beziehungsweise deren Ziel ist es, die menschliche Alterung zu beeinflussen, dahingehend, dass wir fundamental unsere Lebensspannen erweitern. Wie bei allen wissenschaftlichen Arbeiten in unserem Fachbereich oder beziehungsweise sollen alle wissenschaftlichen Arbeiten in unserem Fachbereich letztlich in wissenschaftlichen Artikeln gipfeln. Das heißt, das, was es zu tun gilt, ist, die Essenz aus den empirischen Ergebnissen zu filtern und die natürlich in einem wissenschaftlichen Artikel niederzuschreiben. Tatsächlich ist es so, dass ich gewisse Glaubensprinzipien für mein Leben sozusagen, also wie wichtig ist jetzt extrem gesundes Leben dafür, dass ich dann am Ende mit 95 immer noch fit wie ein Turnschuh bin und so weiter. Solche Einstellungen zu solchen Strategien haben sich durch meine Forschung doch schon relativiert, ja, weil man sieht, dass ja, nur weil ich mich jetzt diszipliniere ohne Ende, ich am Ende wahrlich nicht sicher sein kann, dass ich 100 werde.